Genau, jetzt ist es schon 19.02 Uhr. Ich begrüße mal allgemein und gebe dann sofort an Sascha Gajewski weiter, der heute durch den Abend moderieren wird. Ich sehe jetzt hier 14 Teilnehmer. Das ist relativ wenig, aber bei uns in Köln ist jetzt, glaube ich, immer noch 35 Grad und alle sitzen im Biergarten. Und da die Veranstaltung aufgezeichnet wird, werden auch noch ganz viele andere Menschen die Gelegenheit haben, das zu sehen und ihren Vortrag erleben zu können. Und insofern würde ich sagen, können wir jetzt auch loslegen. Ja, wir legen ganz langsam los. Jetzt kommen gerade noch Teilnehmer hinzu. Meistens kommen zwischen 19.03 Uhr und 19.05 Uhr immer noch ein paar Leute dazu. Aber wir legen jetzt einfach langsamer los. Genau. So, ja, also dann nochmal von meiner Seite herzlich willkommen zum heutigen Themenabend, den wir unter der Überschrift Wohnoption gemeinschaftsorientiert produktiv adaptiv veranstalten. Und dabei waren wir gar nicht sonderlich kreativ, denn letztendlich ist das der Titel eines spannenden Buches, das unsere beiden ReferentInnen geschrieben haben, bei der Wüstenrot-Stiftung veröffentlicht haben. Und darin sind endlos viele Analysen, Hinweise, Ideen, wie gemeinschaftliche Wohnformen zustande kommen, wie sie ausgeprägt sind, was sie für Eigenschaften haben, wie sie der Gesellschaft nutzen können. Und darum soll sich der heutige Abend für MacherInnen aus Köln und Umland drehen. In dem Sinne begrüße ich ganz herzlich unsere beiden ReferentInnen, zum einen Professor Susanne Dürr, zum anderen Herrn Dr. Gerd Kuhn, die beide schon seit vielen Jahren gemeinsam an Projekten arbeitet. Wer auf die relatierte Homepage urbi.at schaut, der Link ist leicht zu finden, findet eine ganze Anzahl von spannenden Forschungsarbeiten und Publikationen, die sich alle um die Frage drehen, wie sich Wohnen verändert, auch wie das mit Stadtentwicklung in allen Maßstäben korreliert ist. Allein schon diese Seite reicht, um sich mit einigen, falls es mal wieder kühler wird, Abenden Literatur zu versorgen, um sich weiter in diese Themen einzugraben. Frau Professor Dürr ist Architektin und Professorin für Städtebau und Gebäudelehre an der Hochschule Karlsruhe und als solche eben auch Teil des interdisziplinären Forschungsnetzwerks urbi.at, zu der neben Frau Dürr und Herr Kuhn noch eine dritte Initiatorin zählt und die sich sehr stark um den Forschungsschwerpunkt und um nachhaltige Quartiersentwicklung, Wohnungsbau, neue Wohnformen, öffentlichen Raum etc. Bemühen. Dementsprechend gibt es da nach den vielen Jahren Arbeit auch schon spannende Publikationen und heute dreht sich ja sozusagen unsere Präsentation, diese Veranstaltung, dieses wunderbare Werk, das auch eine gewisse Breite im Regal für sich beansprucht, weil dort eben so viel Inhalt drin zu finden ist. Der zweite Referent ist Herr Kuhn, Wohnsoziologe und Stadtforscher im gleichen Netzwerk, beschäftigt sich mit Aspekten des Wohnens und der Stadtentwicklung in Forschung und Praxis. Das heißt also, ist sowohl wissenschaftlich tätig als auch beratend in Wohnprojekten und in der Projektentwicklung. Und ich denke, diese Querschnittsperspektive auf diese Fragen wird auch dazu beitragen, dass wir Theorie und Praxis hier in diesem Vortrag wunderbar zusammengebunden bekommen. Die beiden Referentinnen werden erstmal hintereinander ihren Vortrag halten. Herr Kuhn wird wohl anfangen, sodass wir die Fragen, die Sie eifrig in den Chat schreiben dürfen, ich hoffe, Sie haben alle den Chat gefunden, Sie sollten alle einen Reiter rechts sehen, der Ihnen erlaubt, wenn der Ton nicht optimal ist, was ich hier gerade mitgeteilt bekomme, liegt das daran, dass eventuell das ein oder andere Mikrofon stört. Meins tut es normalerweise nicht. Ist es jetzt besser, Almut? Oder ist der Ton immer noch nicht optimal? Ja, vielleicht ist jetzt ein bisschen besser. Okay, ich glaube, es ist dein Mikrofon, das die Rückkopplung verursacht. Jetzt bin ich gerade, hast du mich aus dem Takt gebracht, aber das macht nichts, auch mir macht die, ja, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, dass wir die Fragen im Wesentlichen nach dem Vortrag entgegennehmen wollen. Wie gesagt, schreiben Sie alle eifrig in den Chat, welche Fragen Sie haben. Wir werden dann versuchen, das alles zu berücksichtigen. Wir haben ja
rund 1,5 Stunden insgesamt Zeit nach einem Vortrag, der, wir werden sehen, wie lange dann letztendlich dauert, aber irgendwo vielleicht in der Gegend von 40 Minuten bleibt ausreichend Raum für Ihre Fragen und wir versuchen trotz der Tatsache, dass Sie nur in den Chat schreiben können, das ein bisschen dialogisch hinzubekommen. Damit soweit die Vorrede, damit wir auch noch mal eine kleine Idee bekommen, wer denn heute im Publikum ist, werden wir gerade mal eine kleine Umfrage machen. Sie kriegen jetzt hier eine Umfrage angezeigt und daher möchten wir Sie gerade bitten, eben mal anzuklicken, zu welchem Kreis Sie denn gehören. Dann bekommen wir wenigstens eine kleine virtuelle Idee davon, wer uns heute durch diesen Abend begleitet. Und Ergebnisse präsentieren. Genau, also wir sehen, dass wir hier eine bunte Mischung haben, wobei die Politik heute hier nicht den Weg hergefunden hat, aber wie es sich ja auch für den Themenabend des Netzwerks gehört haben, wir einen großen Anteil interessierter Bürgerinnen und Macherinnen. Wir freuen uns aber auch sehr, dass einige Mitarbeiter der Stadtverwaltung den Weg in die Veranstaltung gefunden haben und auch Experten zum Thema sind dabei. Das ist grob der sagen wir mal, die Mischung, die wir heute haben. Und in dem Sinne freuen wir uns auf jede Menge Ideen, die für diese Zielgruppe spannend sind. So, damit würde ich dann das Wort übergeben wollen an Herrn Kuhn und wir lauschen gespannt. Gut. Guten Abend meinerseits und ich heiße auch herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Forschung vorstellen können. Diese Forschung, wir hatten 3 Jahre ungefähr an dieser Forschung gearbeitet. Kurz vor Corona hatten wir begonnen und wir sehen, dass einige Entwicklungen sich dann sehr schnell auch durch Corona bestätigt haben, wie zum Beispiel diese Integration der Arbeiten ins Wohnen. In dieser Forschung hatten wir anknüpfend an eine vorgehende Forschung über Wohnvielfalt hatten wir sehr nachgefragt, was sind so aktuelle Tendenzen Wohnen. Wir hatten versucht, verschiedene Projekte zu analysieren, die verschiedenen Aspekte, die die Projekte hatten, zu gewichten. Wie kann sich das Wohnen entwickeln? Welche Veränderungen finden statt? Generell hatten wir festgestellt, dass Wohnen eine ausgesprochen hohe Dynamik hat, also es, diese Art zu leben, zu wohnen und zusammen zu kommunizieren, verändert sich sehr rasant. Und ich glaube, Wohnen hat einen ganz neuen Stellenwert gewonnen und das wollen wir in diesem Buch dann auch versuchen darzustellen. Vielleicht schon vorneweg, diese Forschung wurde von der Wüstenroth-Stiftung finanziert und die Wüstenroth-Stiftung, das Projekt der Wüstenroth-Stiftung kann auch erfreulicherweise das Ergebnis direkt bezogen werden. Wenn Sie das Buch haben möchten, können Sie das kostenlos erhalten. Also Sie können auf die Homepage der Wüstenroth-Stiftung gehen unter Wohnoption und können einfach eine Bestellung ausfüllen und Sie bekommen dann das Buch kostenlos geschickt. Also es sind noch Bücher vorrätig. Also wir fangen jetzt einfach an und versuchen, kann ich diese Folie weiterschalten? Ich muss gerade mal mein Mikro wieder anmachen, genau. Bitte die kleinen Pfeile zum Voranschalten verwenden. Ja, ich habe schon auf 2 gedrückt. Oh, ja, ja. Die 50, es dauert einen Moment, bis es umschaltet. Ja, ach so, ja, danke. Ja, in diesem Buch zeigen wir die Gliederung, die ungefähr diese Gewichtungen auch sehr deutlich zeigen. Also wir hatten aus der großen Vielfalt der Themen, die sich inzwischen im Bereich Wohnen auftun, haben wir gemerkt, dass drei Themenfelder eine ganz zentrale Bedeutung bekommen. Das eine Themenfeld ist Gemeinschaftsorientierung,
Das andere Thema ist produktives Wohnen, also wie es Wohnen und Arbeiten wieder zusammengeführt wird. Und das andere wichtige Thema ist adaptives Wohnen. Also wie weit kann sich die Wohnung an den vielfältigen Veränderungen des Lebens anpassen? Welche Strategien gibt es der Anpassung? Und das wäre so das dritte wichtige Feld. Wir hatten, um unsere Ergebnisse zu generieren, hatten wir Experteninterviews geführt, aber sehr wichtig waren für uns immer Fallstudien. Und wir hatten verschiedene Orte ausgesucht. Und an dieser Karte sieht man, es gibt eine ganz große Gewichtung der Deutschschweiz. Also was vielleicht vor 20 Jahren die Niederlande oder Skandinavien waren, diese Dynamik sehen wir inzwischen gerade in der Schweiz. Diese Schweizer Projekte haben einen großen Innovationsgehalt, haben eine große Dynamik und sehr erstaunliche Qualitäten. Daneben hatten wir noch österreichische Projekte, Berliner, Münchner oder ein Tübinger Projekt auch mit reingenommen. Was auch interessant ist, das sind alles Projekte von Wohngruppen. Also es sind überwiegend Genossenschaften, aber auch Baugemeinschaften. Und in allen Projekten wird die Frage gestellt, wie kann ein Mehrwert von Wohnen generiert werden, der auch der Allgemeinheit zugutekommt. Also es wird Wohnen, wird weitergedacht und ist keineswegs auf die eigene Wohnung selbst beschränkt. Diese Projekte sind, die wir untersucht haben, Teil, sind Einzelprojekte, die sind in städtebaulichen Kontexten eingebunden. Also an der rechten Seite sieht man, dass wir ganz unterschiedliche Kategorien oder Gebietskategorien auch hatten. Was uns auch sehr wichtig war und das war auch eines der Ergebnisse unserer Forschung ist, dass Wohnen nicht mehr isoliert allein auf die Wohnung bezogen gedacht werden kann. Wohnen betrifft immer die Ebenen auch des Hauses und des Quartiers. Also diese verschiedenen Verflechtungen der Ebenen ist für das heutige Wohnen und für heutige Wohnoptionen geradezu charakteristisch. Es dauert einen kleinen Moment, bis es weiterspringt. Jetzt möchte ich, wir hatten das jetzt so aufgeteilt, ich werde jetzt über das gemeinschaftsorientierte Wohnen berichten und Susanne wird dann über produktives und adaptives Wohnen erzählen. Diese gemeinschaftsorientiertes Wohnen hat eine enorme Dynamik erreicht und wir sehen, dass im Grunde gesagt ältere gemeinschaftsorientierte Wohnprojekte, die im Grunde gesagt sich bezogen hatten auf eine abgeschlossene individuelle Wohnung plus einen Gemeinschaftsraum, diese vergleichsweise einfache Strukturen, die hat sich grundlegend geändert. Also wir sehen gerade in diesen gemeinschaftlichen Wohnprojekten inzwischen eine große Vielfalt. Diese große Vielfalt zeigt sich, dass dieser Bezug ins Quartier gibt, aber auch diese große Vielfalt zeigt, dass die Lage von Räumen für die Gemeinschaft eine sehr große Variationsbreite hat. Das Erdgeschoss wird zunehmend ein ganz wichtiger Bereich fürs gemeinschaftliche Wohnen, gerade als Schnittstelle zwischen dem Projekt und der Öffentlichkeit. Aber wir sehen genauso Orte der Gemeinschaft auf dem Dach. Wir sehen eine vertikale Durchdringung. Oder wir sehen auch, dass bestimmte Räume separat zum Haus platziert werden. Also die Lage der Gemeinschaftsräume
ist ausgesprochen vielfältig. So vielfältig wie die Lage ist, sind auch diese Orientierungen. Also es gibt eine große räumliche Vielfalt, eine große räumliche Entfaltungsmöglichkeiten, wo sich Gemeinschaft treffen kann, wo Gemeinschaft sich entfalten kann. Es geht von ganz traditionellen Gemeinschaftsräumen, es geht über Gemeinschaftsgärten, über Dachterrassen. Also wir finden ganz vielfältige Formen, wo sich Gemeinschaft ihre Verortung hat. Diese Vielfalt macht, glaube ich, gerade einen Charme jetzt aus und zeigt, dass sich dieses Kontinuum oder diese klaren Strukturen inzwischen deutlich verändert haben. Zunehmend wichtig werden Orte, in denen alltäglich Begegnungen stattfinden können, in denen die Menschen sich treffen können, miteinander kommunizieren können oder halt nicht kommunizieren können. Also wir haben zum Beispiel festgestellt, dass an den Briefkästen häufig Sitzmöglichkeiten gibt, dass man was ablegen kann, sich kurz hinsetzen kann, wenn jemand trifft, kurz bereden kann. Wir haben genauso oft festgestellt, dass Orte, die für den Alltag wichtig sind, wie zum Beispiel Waschräume. In der Schweiz sind die Waschräume, wie die Waschmaschinen, fast nie in den Wohnungen, sondern es gibt immer gemeinsame Waschräume. Und die sind häufig halt nicht mehr im Keller, sondern sind im Erdgeschoss in den Räumen, wo man sich begegnen kann. Und es werden zunehmend Gemeinschaftsräume von ganz verschiedenen Akteuren benutzt, wie zum Beispiel in dem Wolle-Projekt, wo es ein Brückenhaus, das ist ein Ort, der für die Gemeinschaft wichtig ist, aber auch für die benachbarte Postgenossenschaft, aber auch als Sozialzentrum für das Quartier und allgemein als Ort für die Stadtgesellschaft. Also diese Räume der Gemeinschaft sollen verschiedenen Optionen Raum geben, verschiedene Begegnungen ermöglichen und gerade diese ständige Neukodierung, wie kann das durch einen sozialen Prozess bestimmt werden, das ist ein ganz großer, wesentlicher Punkt. Wenn wir schauen, wie die Wohnungen organisiert sind, dann sehen wir auch einen ganz großen Unterschied zu Wohnungen vielleicht vor 20 Jahren. Ich hatte schon kurz erwähnt, dass früher die Wohnung, klar, diese abgeschlossene Wohnung gab und dann gab die Sphäre des Gemeinschaftlichen. Heute werden die Wohnungen häufig durchlässig und das ist ein allgemeines Thema, dass diese Frage, was bedeutet Gemeinschaft? Was bedeutet Öffentlichkeit? Was bedeutet Privatheit? Was bedeutet intime Räume? Dass diese Fragen von zentraler Bedeutung sind und ganz neu gestellt werden. Wir sehen zunehmend, dass sich die Wohnungsgrundrisse aufgliedern in Sphären des Privaten, des Intimen und Sphären des Halbdurchlässigen. Wir sehen, dass diese Durchlässigkeit quasi wie verschiedene Filter gedacht werden kann und diesen neuen Charakter sehr gut aufzeichnet. Man kann es wunderbar sehen in so einem Stadterle, das ist eine Baugemeinschaft in Basel, in Erlenmatt. Und wir haben verschiedene quasi Filter von einem Laubengang hin zu diesen eher zum Laubengang orientierten Räumen der Gemeinschaft bis zu den hinteren Bereichen, die eher die privaten Räume sind. Hier ist so ein anderes Foto, wo man es dann relativ deutlich sehen kann, dass im Grunde gesagt diese Durchlässigkeit und diese neuen Räume, die zwischen Privatheit, zwischen Öffentlichkeit ist, eine zunehmende Bedeutung kriegt. Durchlässigkeit war für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir sehen, dass einerseits
eine neue Organisation gibt der Wohnung. Sehr viele Projekte, die wir untersucht haben, waren Laubengangerschließung. Aber die Laubengänge wiederum haben einen ganz anderen Charakter wie noch vor ein oder zwei Jahrzehnten. Diese intimen Räume sind dann privater und man sieht gerade, je nachdem, welche Bedürfnisse sind, können die geöffnet werden, können sie begangen werden oder es können einfach private Nutzung festgelegt werden. Hier nochmals diese Stadterle, wo man es wunderbar sehen kann. Man hat auch diese klare Trennung von Privatnutzung und von Bewegungsflächen wegen Brandschutz, ein unterschiedlicher Belag drin. Und die Laubengänge haben jetzt immer eine größere Tiefe. Sie können ganz anders bespielt werden. Sie sind Ort, wo man sich aufhalten kann, wo kommuniziert wird, wo die Kinder sich aufhalten. Und sie haben immer diesen Übergangscharakter zwischen Ort von Gemeinschaft und zwischen privatem Wohnraum. Was auch sehr deutlich wird, dass sich Grundrisse ganz anders, unterschiedlich entwickeln. Wir haben einen Laubengang zum Beispiel untersucht. Da gab es einige Menschen, die wollten dann auch den Schlafraum zum Laubengang, wo sie abgetrennt haben. Aber in der Regel sind die Laubengänge Räume der Öffnung. Hier ist zum Beispiel ein Projekt von der Stiftung Habitat, auch in Basel, wo man unterschiedet hat, dass Menschen unterschiedlicher Herkunft, er ist aus dem arabischen Raum, für die war es ganz wichtig, private Räume zu haben. Also sie haben dann ganz andere Strukturen der Räume, wohingegen Deutsch-Schweizer Basler eher so durchgesteckte Räume haben wollen. Man hat gerade aufgrund von unterschiedlichen wohnkulturellen Prioritäten unterschiedliche Grundrisse entwickelt. Oder man hat zum Beispiel hier so Optionsräume mitgeschaffen, die zugemietet werden kann. Wir sehen hier an diesem Laubengang, der sehr robust, diese Möblierung wegen Brandschutz ist schon vorgegeben. Und gerade wo es so Einblick in private Räume sind, gibt es dann so Lichtfenster, die dann mit so einem geschützten, wo man nicht dran treten kann, damit diese privaten Zonen, dass die geschützt werden vom Laubengang. Also es gibt einen inzwischen sehr differenzierten Umgang mit Laubengang und einen differenzierten Umgang mit Privatheit. Dieses Thema Privatheit drückt sich auch auf Hausebene sehr deutlich aus. Das Erdgeschoss, das hat eine ganz hohe Bedeutung erlangt. Und das Erdgeschoss ist eher dieser Raum, der sich zum Quartier öffnet. Viele Hausgemeinschaften haben auf der Dachterrasse ihre Orte der Gemeinschaft. Es bilden sich so wunderschöne Dachgemeinschaften heraus. In der Kohlenrutsche gibt es zugeordnet dann diese Gemeinschaftsräume. Also sie haben dann auch in verschiedenen Ebenen auch Gemeinschaftsräume. Wir sehen, dass es eine ganz neue Durchdringung ist von Gemeinschaftsräumen. Ein Projekt, das einzigste Projekt, das noch nicht fertiggestellt ist und das wir als Fallstudie aufgenommen haben, ist das Koch-Quartier in Zürich, das jetzt gerade im Entstehen ist. Und was sehr ungewöhnlich ist, das sind drei verschiedene Akteure und die Stadt, die einen Park macht. Die ABZ ist die älteste Zürcher Genossenschaft, wird ein Wohnhochhaus bauen und wird aber auch Gewerbe geben. Und was eine besondere ist, es wird dieses Hochhaus wird neu strukturiert, indem drei Stockwerke immer zusammengefasst werden, zu einer Mikronachbarschaft und quasi über vertikale Gemeinschaftsräume haben. Also wir sehen, dass diese Durchdringungen der Gebäude gerade mit diesen Fragen, wo wird Privatheit, wo wird Öffentlichkeit ermöglicht,
eine ganz neue Vielfalt hat. Wir haben auch gesehen, dass es eine ganz unterschiedliche Form gibt, wie Gemeinschaft gelebt werden kann. Spannende Projekte sind auch diejenigen, die zum Beispiel gemeinsam kochen. Hier gab es unser ältestes Projekt, das wir untersucht haben, das schon 20 Jahre besteht. Und seit 20 Jahren gibt es eine professionelle Köchin dort. Es wird zusammen gegessen und die Wohnung, die in Karthago und Zürich gibt, sind alles nur Gemeinschaftsräume, also Wohngemeinschaften. Und diese Mischung zwischen Wohngemeinschaften und zwischen gemeinsames Essen ist für diese Gruppe sehr konstituierend. So, nun zum nächsten Kapitel, dem produktiven Wohnen. Dieses produktive Wohnen erobert die Stadt in allen ihren Maßstäben, in allen Wohnungen, Häusern und Quartieren. Und das gilt für das Land wie für die Stadt gleichzeitig. Ich zeige Ihnen jetzt einfach einige Beispiele, die diesen Eroberungszug, der entgegen der funktional getrennten Stadt eine wirkliche Erneuerung in unseren Stadtstrukturen ist, bebildern und bebeispielen soll. Also wir kennen die Arbeit, die früher laut war und emotionsreich, die inzwischen gemäßigt ist und leise und emissionsarm wurde. Und wir kennen die Digitalisierung, die all unsere Arbeitsbiografien und Arbeitsalltage ständig neu entwirft. Daraus entsteht die banale Rahmenbedingung, dass unser Arbeitsumfeld, wie wir das jetzt in den letzten 2 Jahren auch vielfach erfahren haben, sich komplett neuen Räumen, in neuen Räumen abspielen kann. Diese früher verschriene Heimarbeit, schlechte hygienische Bedingungen, wird zu einem neuen Konglomerat. Wir arbeiten im Büro und zu Hause. Wir haben hybride Arbeitsformen. Wir können in Coworking-Standorten neue Nähen zwischen Quartier und dem Arbeiten entwickeln und erleben damit diese neuen Handlungsansätze, die neue Stadtstruktur schaffen. Nun ein paar Beispiele. Stellen Sie sich dieses Haus vor, viergeschossig mit 4-mal gleichen Hülsen, die nur bestimmt sind von ihrer Fassade und diesem Kern, der die Erschließung beinhaltet. Innerhalb dieses Hauses sind verschiedene Arbeitsbiografien, Familienstrukturen zu finden, die gleichzeitig auf die Bedingung reagieren, dass es eine laute Seite zur Straße und leisen gibt und eine leise zu einem Hof, Ost-West orientiert. Da gibt es eine alleinerziehende Mutter mit 2 Kindern als Künstlerin tätig, die in dieser Hülle 3 Rückzugsinseln baut. Ich kann ja noch den 3 Rückzugsinseln nutzt und daneben aber ihre Arbeit in direktem Kontakt mit dem Leben durchführen kann. Da gibt es eine Stoffdesignerin, die mit ihrer pubertierenden Tochter und ihrem neuen Partner einen Rahmen findet für die Zugänglichkeit eines Zimmers, das die Tochter jederzeit verlassen kann, die einen Rahmen findet, in dem Stauraum, Schrank, Schlafen auf eine ganz simple Art und Weise in einem raumhaltigen Wand organisiert sind. Da gibt es einen klassisch mit Maschinen arbeitenden Künstler, der ganz komprimiert in der Mittelzone seine Bade- und Küchenzeile aufbaut und sein Lager und dadurch eine Pufferzone schafft zwischen Arbeit einerseits
und Wohnen und Schlafen andererseits, maximal komprimiert. Da gibt es aber auch zwei unabhängige Personen, die diese klassische auf dem Tisch Arbeit digital einerseits vollführt und die andere das Lebensmodell vollführt. Ich trenne Arbeiten und Wohnen und wenn das nur durch einen Flur ist. Also gleiche Ausgangssituation, unterschiedlichste Familienmodelle, Arbeitsbiografien und vielleicht aber auch Lebensbiografien. Das kann man extrapolieren in immer größere Formen, hier zum Beispiel eine Clusterwohnung, in der Menschen verschiedener Herkunft, verschiedenen Alters in jeweils kleinen privaten Räumen leben. Und es gibt einmal ein Arbeitszimmer, das für alle zugänglich ist, und zwei Schaltarbeitszimmer, die entweder nur demjenigen oder derjenigen zugeordnet sind, die direkt daneben wohnen, oder auch zugeordnet werden könnten, wieder der Gemeinschaft. Das Ganze ist auch modular denkbar, damit schneller baubar, in Holz, in Beton, in kleinen und großen Modulen vielfältig denkbar und damit auch geometrisch immer neu zusammensetzbar. Wenn in den letzten 20 Jahren das Arbeiten im Wesentlichen das Erdgeschoss oder maximal das Erdgeschoss plus das erste OG umfasst hat, dann kann das jetzt auch in die wunderbare Dachlage rutschen oder in eine vertikale Raumskulptur, in der verschiedene Jokerräume, aber auch das Arbeiten im Erdgeschoss ganz unterschiedlich denkbar sind. Wir wissen inzwischen, wir kennen alle diesen Begriff des Coworking, der jetzt in dem Modell diese beige Fläche einbezieht. Hier heißt das, dass das eine Form des Arbeitens ist, die zum Glück den Konflikt des Wohnens im dichten Erdgeschoss, in den dichten Quartieren im Erdgeschoss alternativ belegt. Denn dort ist immer der Konflikt, dass man einander, dass gewisse Privatheit und Öffentlichkeit direkt nebeneinander sind. Coworking kann das auflösen mit einem Café, mit dem Blick in diese Arbeitsräume hinein und damit auch eine willkommene Schnittstelle sein zwischen dem Alltag im Quartier und dem Rückzug in der Arbeit. Wir lernen aber auch, dass die Interpretation von gängigen Gebäudetypologien mit dem neuen Programm Wohnen und Arbeiten neu gedacht werden kann. Vielleicht haben Sie Terrassenhäuser vor Augen, die bisher die Terrasse als privaten Wohnfreiraum genutzt haben. Hier und bei einigen anderen Beispielen sind das jetzt Orte, in denen der Kunde über die Treppe vor diese Ateliers, vor diese Verkaufsräume gelangen kann, um dann und derjenige, der da wohnt und arbeitet, orientiert sich zur anderen Fassade. Also neue Interpretationen, die uns da offen stehen. Genauso heißt das, dass bisher ausgeschlossene Arbeiten in großen Quartieren atomisiert sich jetzt in einzelne Gebäude. Hier steht das gängigerweise als Schallschutz am Quartiersrand, an der Infrastruktur, ist aber in seiner Erscheinung absolut erfreulich und auch kontaktaufnehmend und keine Nullnummer, die einfach nur Schall schluckt. Das können Sie sich auf verschiedene Arten denken. In dem Fall ist das eine Containerstadt, die im Inneren, in den schlammfarbenen Strukturen, das Wohnen schützt, akustisch schützt und die nach außen Arbeits- und soziale und Kulturräume
addiert als Schutzmantel um dieses Wohnen. Das Beispiel ist eigentlich die Krönung der ganzen Sache. Hier rutscht dann dieses Atomarbeiten mitten ins Quartier, mitten auf einen zentralen Platz. Die Balkone sind nicht mehr die Bierkastengestapel und Sonnenliegen, sondern der Ort, an dem telefoniert und mit Laptop gearbeitet und kommuniziert wird. Und nur die oberen 20% sind noch wohnen. Also auch da dreht sich das Modell. Tatsächlich ist diese Atomisierung auch fähig, schwere Geschütze zu, also das darf ich jetzt nicht sagen, also schweres Arbeiten zu integrieren. Das heißt, mit einer Anlieferung hier ist dieses Haus stützenfrei mit tragfähigen Decken, mit hohen Arbeitshallen, aber gleichzeitig mit einer Loggia, die zu einem Park und zum Wohnquartier vermittelt, fähig, Produktion mitten in der Stadt aufzunehmen, also nicht am Stadtrand weiter sein zu lassen. Am allerliebsten ist uns natürlich die soziale Arbeit als Motor zwischen Wohnen und Arbeiten. Hier ein quadratischer Baukörper, der in wunderbarer Position an dem Neckar von verschiedenen sozialen Trägern gemeinsam genutzt wird und Schnittstelle ist mit einer zentral gelegenen Küche, die alle nutzen können, je nach Anforderungen der Veranstaltung. Und damit auch mit dem auf dem Weg am Neckar mehr ist als ein Wohnwürfel. Also damit dieser Beleg oder diese Bilder, die zeigen, wie Produktion in die Wohnung, ins Haus und ins Quartier auf unterschiedlichste Art und Weise sich hineinschleicht. Jetzt habe ich noch die alte Präsentation. Na, egal. Ich habe Ihnen die falsche geschickt, Herr Gajewski. Aber ich kriege das auch so hin. Also, das nächste Kapitel heißt adaptives Wohnen. Und dabei geht es darum, dass diese kontinuierlichen Wandel, die unsere Lebensbiografien umfassen, sich auch baulich einen Raum finden müssen. Dieser Wandel, den können Sie an Ihren eigenen Lebensbiografien nachvollziehen. Man ist am Anfang ungebunden, beruflich auf großer Orientierung, dann kommt die Familie, dann verschwinden die Kinder wieder, womöglich auch der Partner, womöglich geschehen Krankheiten, Verluste, aber es geschehen auch neue Partnerschaften und ständig bringt das Anforderungen an den Raum. Wie funktioniert das in einem fixierten Rahmen, den Sie quadratmeterweise bezahlen und instand halten und auch energetisch betreiben müssen? Zum einen funktioniert das dadurch, dass repetitive und robuste Tragstrukturen und Gebäudestrukturen dafür der beste Rahmen sind. Nicht das individuell angepassteste, sondern die robuste Grundstruktur. Sie erinnern sich vielleicht an die Gründerzeithäuser, die mit den gleich großen Zimmern, die entweder einzeln erschlossen oder durch Verbindungstüren miteinander erschlossen werden, ganz vielfältig einsetzbar sind. Dazu braucht es aber auch, um diese Flexibilität in der Gemeinschaft zu ermöglichen, Räume, die für alle erschließbar sind, die aber auch
nutzungsoffen und adaptiv sind. Hier ein Beispiel in einem Erdgeschoss eines Wiener Baugemeinschaftshauses, in dem über die gesamte Breite ein großer Raumzusammenhang hergestellt ist. Aber dieser Raumzusammenhang ist durch Schiebetüren in drei einzelne Räume teilbar, die dann aber wieder alle individuell erschlossen werden können. Das sehen Sie hier oben. Und durch diese Schiebetüren auch voneinander getrennt nutzbar gemacht werden können. Bei dieser Adaption, bei dieser Flexibilität kann das auch, die kann auch durch Einzelelemente ermöglicht werden. Sie erinnern sich an das allererste Beispiel des produktiven Wohnens, in dem auf 100 Quadratmeter Unterschiedliches geschieht. Dazu gehört auch, dass die Sanitär- und Kücheneinheit flexibelst gedacht ist und installierbar ist. Hier sehen Sie an einem Gestell, dass einerseits die Badebereiche mit Dusche, WC und Waschbecken angehängt werden können und auf der Rückseite die Küchenelemente angehängt werden. Das Ganze wird über Dach, über Kopf, über die Decke ver- und entsorgt und ist flexibel im Raum aufzustellen. In dem gleichen Projekt sind Verteilerkästen als Grundinstallation gegeben und ab da werden nur Kabel und Verlängerungsteile als flexible Möglichkeit, die Maschine einerseits, aber auch die Stehleuchte andererseits anzuschließen, angeboten. Das heißt, die Frage des Standards, des Ausbaus, kann auch eine Antwort auf das Thema der Adaption sein, der Flexibilität. Die Frage des Standards kann auch heißen, ich baue es selbst. Ich bin fähig, mir meine Hülle und fähig und ich bin vielleicht auch mit meinen Bedürfnissen anders aufgestellt, dass ich eine sehr individuelle Hülle haben will. Das geschieht aktuell, wird in mehreren Projekten untersucht, hat den Namen Hallenwohnen, weil dafür dann höhere Räume notwendig sind und auch eine andere Installation, technische Installation notwendig ist. Die Folge davon ist, dass im Vorfeld geregelt werden muss, wer diese Einbauten, falls der Mieter oder der Genosse wechselt, denn entsorgt oder finanziell übernimmt. Denn wenn wir davon ausgehen, dass wir kostengünstig Wohnen erstellen wollen, dann kann das nicht sein, dass ich hohe Ablösesummen für die individuellen Einbauten der Vormieter entrichte. Ich kann dieses Adaptive aber auch auf eine sehr exzessive Art leben, indem ich noch vielleicht in der Lebensphase, in der ich wandere und in der ich schnell wandere, als Bühne verstehe. Das heißt, die Wohnung ist voll ausgestattet, die Wohnung verfügt über Podeste, über Auszugselemente, aber auch über schwenkbare Türen, die je nach Türposition einen Raumzusammenhang zwischen Schlafzimmer und Küche mal herstellen oder zwischen Küche und Wohnraum. Das heißt, das ist eher das performative Wohnen. Diese Flexibilität kann man natürlich auch ganz groß denken und in dem Fall heißt das temporär Areale in der Stadt denken. Also es müssen alle Dinge über hundert Jahre gedacht werden oder steht auch mal ein Areal für 20 Jahre frei und kann das in diesem Zyklus genutzt werden? Dann sind temporäre Nutzung eine Antwort auf diese Frage der Flexibilität. Das heißt also, wir haben Ihnen jetzt drei
Bälle in die Luft geworfen, die Bälle der Gemeinschaft, der Produktion und der Adaption. Und sie haben aber immer wieder, wir haben immer wieder hingewiesen auf Querverbindungen. Die produktive Wohnung ist wahrscheinlich eine adaptive Wohnung. Und das, gemeinschaftsorientierte Wohnen braucht wiederum die Integration des Arbeitens, um gemeinschaftlich auch Flexibilität zu bieten. Vor dem Hintergrund sind diese beiden Begriffe Durchdringung und Vernetzung die Begriffe, die das dann auch zusammenführen. Ich gebe nun wieder zurück an Gerd Kuhn, der diesen Faden des Vernetzens nochmal auf seine Art aufgreift. Ja, in allen Projekten, die wir untersucht hatten, war ja das Besondere dran, dass es nicht mehr eine klare Ausrichtung gibt, sondern was gerade wichtig wird, alle Themen, alle Bereiche durchdringen sich, werden ständig neu figuriert wie verschiedene Bausteine. Und deshalb war es für uns war es am Anfang relativ schwierig, da wir dachten, ja, es gibt ja fast alle Projekte, die wir untersucht haben, die haben ja alle drei oder noch andere Schwerpunkte. Aber je länger wir darüber diskutiert hatten, ist es, glaube ich, gerade so ein bezeichnend für diese neuen Wohnoptionen, dass sie gerade diese Vernetzung und Durchdringung regelrecht praktizieren und dass so ein Wesenzug wahrscheinlich das Wohnen in der Zukunft sein wird, dass man nicht mehr isoliert denken kann, sondern dass man sowohl von den Themen, aber auch von den Ebenen Wohnung, Haus, Quartier immer in der Vernetzung denken muss. Und das produziert eine ganz neue Qualität. Es produziert lebendige Quartiere, es produziert ein neues soziales Miteinander. Es schafft im Grunde gesagt sehr robuste Strukturen, die unseres Erachtens sehr spannend sind, sowohl als Teil innerhalb von der gesamten Quartiersentwicklung, aber auch als Einzelprojekte können sie Leuchttürme sein und vielfältige Formen anstoßen. Und ich glaube, da gibt es ein ganz großes Potenzial, gerade für diese gemeinschaftsorientierten Projekte, die Sie ja in Köln auch realisieren wollen. Vielleicht können wir jetzt nochmals, wenn Sie möchten, darüber diskutieren, über einzelne Punkte. Und da können wir, wenn es sinnvoll ist, nochmal ein paar Beispiele zeigen oder verdeutlichen. Vielen Dank. Genau. Erstmal herzlichen Dank für den Vortrag, der ganz viele Dinge versucht hat, in ein sehr kompaktes Format zu bringen. Ich hoffe, wir haben unsere Teilnehmerinnen damit auch gut mitnehmen können. Herr Kuhn hat gerade quasi den Bogen mit seinen Schlussworten zum Anfang, zu meiner ersten Notiz eigentlich geschlagen. Denn ganz spannend ist ja die Frage, die auch hier die Diskussion immer bewegt. Das sind alles sehr hohe Komplexitäten, mit denen wir es hier auch zu tun haben, gerade weil es eben nicht so linear gedacht ist. Wir gehen ja quasi von einer Logik, my home is my castle, in my home is an open space, könnte man schon fast sagen. Das ist dann immer die Frage, aha, funktioniert das denn auch für die Menschen da drin? Also man kann sowas ausdenken. Viele sagen ja, da sitzen dann akademische Menschen zusammen und planen solche Projekte. Wie gut funktioniert das denn für die NutzerInnen, diese ganzen sehr innovativen Konzepte, die Sie da gezeigt haben? Vielleicht, wenn ich gleich darauf antworten kann. Also auffällig ist in den Projekten auch immer eine große Vielfalt von Wohnungstypologien, eine große Vielfalt von Einzimmerwohnungen, Dreizimmerwohnungen bis Wohngemeinschaften oder Clusterwohnungen oder bei den großen Projekten auch bis zu neuen Formen wie Hallenwohnungen. Also man hat
eine Orientierung an ganz unterschiedliche Gruppen. Und fast alle Projekte sagen gerade, dass sie eine Vielfalt wollen. Also es gibt weniger diese Orientierung mehr an eine soziale bestimmte Gruppe, sondern diese Orientierung geht dahin, dass man sagt, die Stadtgesellschaft ist eine vielfältige Gesellschaft und wir müssen gerade für diese sehr unterschiedlichen Bedürfnisse müssen wir Angebote schaffen. Und diese Formen gehen von ganz traditionellen, zum Beispiel Drei-Zimmer-Wohnungen, bis zu ganz neuen Wohnformen, die alle in einem Haus sein können oder in einem Quartier sein können. Also es wird nicht mehr, also dass die Wohnung quasi wie ein Etui, wo der Mensch sich anpassen muss, wie ein Korsett, wo er sich reinzwingen muss, sondern die Wohnung wird wieder aneigenbar und schafft dann quasi die Strukturen, in denen die Leute ihre individuellen Wohnvorstellungen realisieren können. Vielleicht darf ich noch was einfügen. Wir hatten vor diesem Buch ein Forschungsprojekt zum Thema Familien in gemeinschaftsorientierten Wohnformen bearbeitet. Das hatten wir getan mit einer Organisation, dem DJI, Deutsches Jugendinstitut, die den Schwerpunkt auf das Thema der sozialen Räume gelegt haben. Wir haben die Entsprechung in der Materie gesucht, sie die Entsprechung in der Vorbereitung, in der Partizipation, in dem Miteinander von Menschen, verschiedenen Menschen, die diese komplexen Raumstrukturen auch auf die Frage, wie wollen wir wohnen, wie wollen wir leben, hindenken, um sie dann auch gemeinsam zu verwalten und weiterzuentwickeln. Und wir haben festgestellt in dieser parallelen Arbeit, dass es Projekte gab, die waren architektonisch beeindruckend. Und es gab welche, die waren sozial beeindruckend und selten welche, die beides waren, weil der Kraftaufwand, um Komplexität zu entwickeln, sowohl räumlich als auch sozial, Hohes erwartet, Hohes fordert. Und vor dem Hintergrund ist uns wohl klar, dass diese die Rahmenbedingungen, wer macht das, wie begegnen sich die Menschen, die Rahmenbedingungen entwickeln, nach denen dann die Projekte gebaut werden, dass das hohe Aufmerksamkeit braucht. Ist vielleicht ein Teil auf Ihre Frage, eine Teilantwort. Nur einen ganz kurzen Hinweis, diese Studie ist beim BBSR oder auch in der Hochschule bei Susanne Dürr auf der Homepage runterladbar. Ich würde da gerne einhaken mit einer Frage. Und zwar, es hat ja in den 60er Jahren viele großmaßstäbliche Wohnexperimente gegeben, die sozusagen top-down gedacht worden sind. Einige haben funktioniert, andere nicht. Und hier ist ja das Besondere, die Projekte, die Sie untersucht haben, sind ja, wie Sie gesagt haben, aus den Wohngruppen selber entstanden. Und nicht aus einer Idee, wir schaffen jetzt mal eine neue Wohnform und für Menschen, die wir noch nicht kennen, aber wir glauben, dass wir wissen, was die wollen. Sondern es gibt eine konkrete Gruppe, die ihre eigenen Ideen entwickelt. Und wenn die Gruppe eben einen bestimmten Schwerpunkt hat, was sie gerne machen möchte, dann sieht das Projekt so aus. Und wenn es einen anderen Schwerpunkt gibt, sieht das Projekt anders aus. Und das finde ich jetzt so spannend und auch sozusagen das Individuelle daran. Gleichzeitig kann man ja schon vielleicht sagen, dass es noch Nischenprojekte sind. Das ist ja jetzt nicht der Massenwohnungsbau. Gleichzeitig werden aber ja Modelle entwickelt,
die dann auch für die allgemeine Wohnproduktion relevant werden können, an denen man lernen kann. Und so verstehe ich auch Ihr Buch, dass man sozusagen hier sehen kann, dass es ganz verschiedene Ansätze gibt. Und das ist für mich der Unterschied zwischen diesem früheren Ansatz, einfach hier zu sagen, man gibt eben den Raum, dass eine konkrete Gruppe eine Idee entwickelt, die jeweils bei jedem Haus irgendwie anders ist, je nachdem, welche Gruppe diese Idee entwickelt. Und das ist ja gerade etwas, was eben auch Vielfalt in der Stadt produzieren kann und was eben auch für Quartiere belebend und besonders sein kann, was aber andererseits auch unvorhersehbar ist. Also wie schafft man das? Wie kriegt man das hin, dass ohne, dass man jetzt als Stadt schon weiß, wir wollen Projekt A und B und das soll so und so aussehen, wie gebe ich Raum, dass solche kreativen Projekte entstehen können und die dann hinterher auch verwirklicht werden? Also Frage an Sie, sozusagen, in welchen Städten haben Sie da gute Modelle gesehen, die dazu beigetragen haben, dass solche Projekte entstehen? Also wenn in Basel plötzlich ganz viele solche Projekte entstehen, woran liegt das? Also ich kann gerne mal starten. Gerd Kuhn sprach ja davon, dass die Deutschschweiz ein Fokus unserer Arbeit war, nicht weil wir gerne in die Deutschschweiz fahren, sondern weil wir haben sogar ganz stark dagegen angekämpft, dass wir haben gesucht nach anderen gleich, also ähnlich innovativen Projekten und sind immer wieder dahin gekommen. Stiftungen, Genossenschaften sind dabei das Backup und Stiftungen in dieser Form gibt es in Basel ganz viele. Und Genossenschaften haben eine hohe Tradition in der Deutschschweiz. Das sind so zwei der Gründe, warum wir da fündig wurden. Ich möchte aber etwas anderes sagen. Sie sprachen davon, dass es in den 60er, 70er große Projekte gab, die mit starken Innovationspotenzial gestartet haben. Und die wir aus heutiger Sicht nicht als erfolgreich beurteilen. Wir lernen gerne aus der Vergangenheit. Ich denke aber, für manche Dinge verändern sich die Rahmenbedingungen. Und die Größe alleine ist kein Scheiterungsgrund. Ganz im Gegenteil. Auch da würde ich für die Komplexität sprechen, dass nicht alle Projekte klein und überschaubar sind, sondern dass es gerne auch einige große Projekte gibt, die dann eine andere Begabung haben. Und dass die Digitalisierung in der Kommunikation, in der Partizipation, auch ganz andere, in der Verwaltung, ganz andere Rahmenbedingungen schafft, als das in den 60er, 70er Jahren der Fall war. Insofern würde ich das jetzt noch mal ausklammern. Jetzt habe ich vielleicht wieder einen Teil beantwortet und hoffe auf gerne. Ja, also ich wollte noch zwei Punkte sagen, die mir sehr wichtig erscheinen. Das eine ist, in fast allen Projekten gab es eine Kooperation zwischen den Gemeinden, Stadtverwaltung und den Projekten. Das fängt an, die ganz zentrale und wichtige Frage, wer kommt an ein Grundstück? Also es sind fast alle Konzeptverfahren oder es werden Verfahren gemacht, wie die Stiftung Habitat, die das Grundstück erwirbt, aber in quasi Baurecht oder Erbpacht, westdeutsch analog, an Gruppen vergibt. Also sind der Schlüssel, wo sich die Städte und die Gruppen treffen, ist immer die ganz zentrale Frage, welchen Mehrwert generiert das Projekt für die Allgemeinheit? Es geht nicht um das Entfaltung von einzelnen Personen, sondern was ist der Mehrwert für die Allgemeinheit? Und das ist auch die große Begründung, sowohl für die Kommunen als auch für die
Bauprojekte, das einen Zuschlag kriegen für Grundstücke. Das sind in der Regelfall immer Konzeptverfahren. Die haben sich sehr weit durchgesetzt. Dann, was man auch immer sagen kann, es gibt keine Projekte, die wir untersucht haben, die keine Partizipationsprojekte waren. Also Beteiligung ist quasi wie Salz in der Suppe. Wir sehen dran, dass die Form der Beteiligung sich genauso wie die Projekte selbst ausgesprochen ausdifferenziert haben. Also es gibt ganz unterschiedliche Verfahren, ganz unterschiedliche Strukturen, die generiert werden. Es gibt mit professioneller Unterstützung oder in Konsensverfahren. Also wir erleben zurzeit in den Projekten einen ausgesprochenen Reichtum an Beteiligungsformen. Es geht bis dahin, den Hallenwohnungen, dass die Architekten sagen, nee, wir bauen euch nur die Hülle und ihr entscheidet selber, wie ihr wohnen wollt. Oder dass die in Kooperativ-Ateliers nur die Grundstruktur gibt und die Nutzer selber definieren können. Das sind die Extremformen. Aber wir sehen gerade, dass diese Beteiligungsstrukturen, die früher immer sehr zäh waren, sehr uninspirierend waren, dass die in ihrer veränderten Form quasi einen ganz neuen Reichtum, eine Blüte hervorrufen können. Und da gibt es diese Kommunikation ist scheinbar ein ganz wesentlicher Schlüssel. Und es gibt eine neue Kommunikationsstruktur zwischen den Akteuren und zum Beispiel Planern oder Projektsteuerern, aber auch von den Verwaltungen. Also wir erleben neue Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation. Und ich glaube, und das ist so wie der Humus für diese neue Projektkultur. Jetzt, Herr Kuhn, wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie schon einfach eine Qualität da drin, wie diese Projekte zustande kommen, also durch die Partizipation. Das ist ja erstmal noch zumindest zu einem erheblichen Teil ein Vorteil für die Nutzerinnen, die sich möglicherweise stärker an das Projekt gebunden fühlen, weil sie mitgestalten konnten. Sie haben aber gleichzeitig auch schon mit Bezug auf die Grundstücksvergabe gesagt, die politische These, die dahinter steht, ist, dass dadurch irgendeine Form von Gemeinwohl-Mehrwert produziert wird. Lösen die Projekte das Versprechen ein? Können Sie das ein bisschen konkretisieren, wo tatsächlich Mehrwerte für die Allgemeinheit, also über die direkten Nutzerinnen des Projektes hinaus entstehen? Durch diese Form der Projekte? Ja, also man kann es in vielfältigen Formen sehen. Also wenn man schauen, wir haben als einer der Quartiersprojekte Sonnenwendviertel in Wien untersucht, festgestellt, dass es bestimmte Akteure gibt, die bestimmte Qualitäten liefern können. Der hatte schnell Bauträger, liefern große Stückzahl von Wohnungen, schafft aber keine soziale Qualitäten, keine Vernetzung. So als Modell oder als Experiment gemacht. Man hat so drei verschiedene Kategorien gehabt. Gemeinschaften sollten soziale Qualitäten generieren, deshalb haben sie viel günstige Grundrisse bekommen. Gleis 21 richtet ein Erdgeschoss, ein Theaterraum, eine Probebühne, machen vielfältige soziale und kulturelle Angebote. Das machen die Baugemeinschaften in diesen Projekten. Die sogenannten Quartiershäuser, da mussten sich die Akteure verpflichten, günstigen Wohnraum, Gewerberaum, kleiner Gewerberaum schaffen, mit einer langfristigen Bindung, also unter 7 Euro ein Quadratmeter für einen Gewerberaum, damit sich quasi wie so Gründungszellen dort etablieren können. Baugemeinschaften wie Quartiershäuser schaffen soziale und funktionale Qualitäten, schaffen Lebendigkeit im Quartier und generieren dadurch eine große Form von Urbanität, die wir uns alle wünschen, dass belebte Quartiere es gibt. Wir sehen an fast allen Projekten, dass immer eine Form von Unterstützung auch gab, also zum Beispiel in dem Wolle-Projekt in Tübingen. Die Stadt
hat diese Gruppe unterstützt, dass sie von Stadtwerke das Grundstück kaufen konnte zu einem festgelegten Preis. Hat aber Konzeptvergabe auch beabsichtigt, dass mehr geschaffen wird, wie nur ein Gemeinschaftsraum für eine Baugemeinschaft, sondern sehr wichtig, wie kann man Impulse für Sozialimpulse für das Quartier geben. Und sogar zwei benachbarte Quartieren, die sehr heterogen sind, ein hochpreisiges Quartier und ein Quartier, wo Menschen mit niedrigen Einkommen leben, wie kann man die zusammenführen? Wo kann man so eine Brücke machen über Quartiersentwicklung? Es gibt keine richtige Lösung. Also wir haben ja in unserem Buch diese Wohnoption, dass es halt ganz unterschiedliche Optionen gibt. Aber wichtig wird, und wir müssen auch sehr davor warnen, dass man von einer Gruppe alles abverlangt. Gerade bei kleinen Baugruppen werden oftmals überfordert, dass die Quartiersarbeit machen sollen, das sollen sie machen, das sollen sie machen, das können sie gar nicht. Können sie auch gar nicht finanzieren, aber auch nicht schaffen. Also es geht darum, wie kann man so ein Zusammenspiel, eine Orchestrierung machen von so einer Quartiersentwicklung. Es wird zunehmend wichtig halt, wie werden Grundstrukturen geschaffen bei der Grundstücksvergabe und wie werden aber auch offene die Projekte selber sich entwickeln können und nicht dieses starre Korsett bekommen. Also ich glaube, diese zum Beispiel in Tübingen meinte oft, ja, wir geben immer so diese Rahmenbedingungen vor und wir sind immer erstaunt, was die Gruppen dann selber für Vorschläge machen, wo wir in der Verwaltung gar nicht draufgekommen wären. Es soll Raum geschaffen werden für Innovation. Aber die Innovationen müssen immer hinsichtlich des Gemeinwohls verortet werden. Sonst geht nicht um Privilegierung von Menschen, die jetzt eine gute Idee haben und deshalb die tollen Grundstücke kriegen. Sie müssen mehr schaffen. Ich glaube, das ist immer dieser Anker, der für die Städte auch sehr wichtig ist. Es gibt ja einen Legitimierungsdruck. Warum kriegen diese Projekte diese Grundstücke? In der Regel zum nicht günstig, sondern Gutachter schätzen den Preis, aber es wird halt nicht hoch, sondern zum Festpreis. Aber Ihre Kernaussage ist ja, ich habe deine Wortmeldung gesehen, aber um das nochmal nachzufassen, ich bedanke Ihre Aussage so verstehen, dass wenn der Raum so gesteckt ist, dass dort Kreativität möglich ist, dann entstehen Mehrwerte, die vorher nicht abzusehen waren. Also Sie würden aus Ihren Beobachtungen sagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dass dass der Mut sozusagen einfach solche Möglichkeitsräume zu schaffen, sich regelmäßig auszahlt, kann man das so sagen? Ja. Und nochmals über diese, die ihr auch angesprochen habt, was ganz wichtig ist. Es geht nicht nur darum, dass man in dieser Konzeptphase Innovation hat oder Partizipation hat, sondern zunehmend wird es meines Erachtens wichtig, wie können wir garantieren, dass über langfristige Zeiträume die Qualitäten gesichert werden. Manchmal wird es gemacht, indem es Kooperationsvereinbarung, Stiftung Habitat macht eine Kooperationsvereinbarung oder man macht über Grundbucheintragungen, dass diese soziale Qualitäten auch langfristig gesichert werden. Es gibt Genossen, gerade Schweizer Genossenschaften, stellen Personen an, nicht nur bei der Konzeptphase, sondern auch in der Nutzungsphase als Partizipationsmanager. Also wie kann diese Beteiligung kontinuierlich fortgeführt werden, auch in der Nutzungsphase? Ich glaube, wir haben ja einen großen Erfahrungsfundus von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Wir sehen, dass in der Anfangsphase immer gut klappt. Wie können wir eine Verstetigung erreichen? Wie können wir Qualitäten auch sichern, langfristig sichern? Und das ist meines Erachtens jetzt die Herausforderung der nächsten Jahre auch. Gut, dann würde ich gerade noch die Frage aus dem Chat damit einflechten, weil die, finde ich, ganz gut passt. Im Prinzip, Sie haben ja zum einen gesagt, Herr Kuhn, man darf die Projekte nicht überfrachten mit Anforderungen. Andererseits haben Sie ihn, so verstehe ich das gerade,
attestiert, dass sie auf die Art, also zumindest so wie sie dort in der Schweiz gehandhabt werden, eine Quartiersmehrwert erzeugen. Wie grenzen sich denn oder wie kann man dieses Wechselspiel, also es gibt ja auch klassisches Quartiersmanagement, wo dann halt von städtischer Seite oder über einen Träger versucht wird, solche Qualitäten zu erzeugen. Hier kommt es aus den Projekten heraus. Wie grenzt sich das gegeneinander ab? Wie können es Projekte überhaupt leisten, dass sie für das Quartier positiv wirksam sein? Haben sie die Kompetenz dafür, das zu machen? Und wer entscheidet, was das Quartier braucht? Ist immer ein Zusammenspiel auch von, also diese, nehmen wir das ganz konkrete Beispiel, das wir auch hier gezeigt hatten, von dem Wolle Plus. In dieser Baugemeinschaft Wolle Plus waren die Martin Bonhoeffer Häuser, die haben jetzt Kit-Jugendhilfe, waren Mitglied der Baugemeinschaft. Über Quersubventionierung konnten sie dieses Brückenhaus bauen. Sie werden gleichzeitig von der Stadt unterstützt. Die Stadt sichert für den nächsten Jahr so viel 10.000 Euro im Jahr und dafür übernehmen Kit-Jugendhilfe, aber auch Ehrenamtliche übernehmen soziale Aufgaben. Und das ist ein Zusammenspiel, das immer in neuen Vereinbarungen mündet. Also es ist kein starres System, Quartiersmanagerin eingestellt wird oder dass die Stadt sagt, wenn bei jedem Neubauprojekt brauchen wir ab so einer Größe eine Quartiersmanagerin, sondern man versucht immer zielorientiert, problemorientiert neue Strukturen zu generieren. Das ist teilweise, ich weiß von, wir haben dann ihre Richtgrößen und das erscheint oftmals schwierig, aber wir haben es ja oft gesehen, dass zum Beispiel in München hatten die Projekte sich zusammengeschlossen und hatten eine Selbstorganisation aufgebaut, die bestimmte Strukturen aufgebaut hatten, wie Nachbarschaftshilfen. Inzwischen versucht die Stadt in den neuen Projekten das als Aufgabe zu machen, dass die Baugruppen oder Genossenschaften oder städtischen Wohnungsbaugesellschaften bereit sein müssten, bei der Quartiersentwicklung quasi als Vereine oder als eigene Genossenschaft mitzuwirken. Also wir müssen neue, was wir unter Vernetzung genannt haben, wir müssen neue Strukturen schaffen. Wie können verschiedene Akteure, verschiedene Zielsetzungen miteinander verknüpft werden? Und es ist teilweise schwierig, aber es ist auch teilweise sehr spannend. Weil da, wir erleben dann ganz neue Strukturen, wir erleben neue Formen des Miteinanderumgehens. Ich würde da gerne das aufgreifen. Und die Frage von Bruni B., die zentrale Frage ist doch auch, was braucht das Quartier? Und wenn die Konzeptgruppe nicht alles liefern kann und muss. Und das ist ja genau die Frage. Natürlich können solche Projekte nicht das alleine liefern, aber sie bieten eben oft auch den Anstoß vielleicht, vor allem in neuen Quartieren ist das ja zu sehen, oder sie sind, sage ich mal, können ein guter Partner sein für das Ehrenamt oder auch für so eine aktive Mitwirkung. Aber die Frage ist doch auch, wie, oder das wäre jetzt meine Frage an Sie, haben Sie beobachtet, dass solche Quartiere, solche Projekte, wie Sie die untersucht haben, diese gemeinschaftlichen Projekte, die aus den Gruppen heraus entstehen, dass die das ganze Quartier auch insofern verändern, dass sie sozusagen normale soziale Träger auch dazu bringen, anders zu handeln oder sozusagen gemeinsame Strukturen aufzubauen und das Ganze in einer größeren Art auch die Innovation sich auf die großen Träger überträgt. Das wäre ja eine sehr schöne Sache, wenn das so passieren könnte und könnte ja auch ein Ziel sein. Mhm. Gibt es dafür Beispiele, die Sie so mal nennen könnten? Also ich sehe, dass die Handhabung von großen städtischen Wohnungsbaugesellschaften durch die Beobachtung dieser Tendenzen, egal wo die stattfinden, ob das Zürich-Kalkbreite, Basel-Stiftung Habitat,
Trias, die Projekte von Trias sind, dass die tatsächlich wahrgenommen werden und dass diese Impulsstrategie durch quartiersorientierte Gemeinschaftsprojekte dort implementiert wird. Also bei der Volkswohnung in Karlsruhe würde ich das so unterschreiben. Und in Stuttgart bei einer weiteren Genossenschaft würde ich das auch so sehen, dass also dieser Schritt in die größeren Strukturen, die viele Wohnungen verwalten, dort getan ist und Teil dieser lernenden Wahrnehmung ist. Ich denke auch, dass es keine Frage ist nach Standardrezepten, sondern bei jedem Quartier und auch in Zukunft bei dem Umbau von Quartieren. Denn wir haben ja jetzt häufiger von Neubauquartieren gesprochen. Ist immer eine unterschiedliche Konstellation, was der Ort leisten kann, welche Dichte dort möglich ist, welche Nachbarschaft es gibt, welche Akteure vor Ort sind. Also diese Rahmenbedingungen sind jedes Mal so unterschiedlich. Und wenn dann der Bestand noch mitspielt, also welche bestehenden, umzunutzenden Gebäude kann man mit ins Spiel integrieren, dann ist noch mal eher eine Methodik, aber nicht eine Rezeptur als Grundlage zu legen. Aber Herr Kühn, Sie möchten noch was ergänzen? Also gerade auf die Frage von Herrn Beeth. Ja. Also was meines Erachtens sehr wichtig ist bei der Konzeptvergabe, kann man ja sehr gut steuern von Seite der Stadt auch. Welche Gruppe will welche Qualitäten einbringen? Also ich hatte ja gesagt, man soll nicht von jeder Gruppe alles erwarten. Aber man kann sehr wohl sehen, dass wenn zum Beispiel eine Gruppe macht, irgendwann zum Beispiel wohnen mit demenzkranken Menschen oder die anderen machen im Erdgeschoss bestimmte Qualitäten, die anderen machen, dass sie ihre Gewerberäume öffnen fürs Quartier. Und da wird es ja wichtig sein, dass man quasi diese unterschiedlichen Qualitäten im Sinne von einem robusten Quartier mischt. Und das ist ja einer der großen Vorteile von Konzeptverfahren, dass in der Quartiersentwicklung, dass gerade diese Vielfalt sich ergänzen kann. Und da sollte meines Erachtens bei der Vergabe sehr drauf geachtet werden. Und nochmals auch auf die Frage, wie weit es auf ehemals traditionelle gemeinnützigen Bauträger auswirkt, sehr deutlich, dass eine gegenseitige starke Befruchtung stattfindet, sowohl zwischen den alten Traditionsgenossenschaften, also wir haben ein Beispiel gezeigt mit diesem Hochhaus von der Allgemeine Zürcher Genossenschaft, diese älteste Genossenschaft, die jetzt das Wohnhochhaus baut, baut mit Kraftwerk zusammen. Also diese gegenseitige Befruchtung von verschiedenen Akteuren. Wir erleben es in München sehr häufig, dass die GEWO, FAKO oder andere städtische Wohnungsbaugesellschaften in enger Kooperation mit Genossenschaften, Baugruppen Quartiere entwickeln. Diese Pilotprojekte haben meines Erachtens einen guten Einfluss gewonnen. Und auch Kollegen von der Wohnungswirtschaft, von der traditionellen Wohnungswirtschaft, wichtige Impulse gegeben. Das neue Heim, eine Traditionsgenossenschaft in Stuttgart, die macht inzwischen wunderbare Partizipationsprojekte und Quartiersentwicklung auch im Bestand. Und hier, und Susanne hat es schon angesprochen, also wir haben hier nur Neubauprojekte, aber der Fokus müssen wir zunehmend auch auf Bestandsprojekte liefern. Also wir müssen uns sehr wohl Gedanken machen,
wie können wir im Bestand diese Qualitäten, die wir in Neubauprojekten machen, wie können wir die transformieren? Wie kann man neue Partizipationsstrukturen im Bestand machen? Wie können wir dort neue Wohnformen generieren? Wie können wir eine Vielfalt generieren? Und ich glaube, da sind halt diese Bestandshalter sehr aufgefordert. Und die haben auch einen Druck, sie müssen was machen. Diese angespannte Wohnungsmarkt verdeckt jetzt noch sehr viel, aber das heißt nicht, dass sie da befreit werden vom Handel. Genau. An der Stelle nochmal der kurze Rückverweis auf frühere Veranstaltungen. Herr Kuhn, Sie sprachen ja vom Sonnenwendviertel. Wir hatten im Mai, hatten wir einen Robert Themel als Referenten. Das ist vor kurzem online geschaltet worden, hat bis zur Sommerpause gebraucht. Nur für unsere Teilnehmerinnen als Erinnerung, dass dazu es dann noch ausführliche weitere Informationen gibt und auch die von Ihnen angesprochenen Quartiersaktivitäten, die jetzt eher struktureller, also die schon zu strukturellen Elementen geworden sind, zum Beispiel in München, das Gecko im Prinz-Eugen-Quartier ist ja so ein Beispiel. Ja. Da erinnere ich an den Bericht zur Exkursion des Netzwerks vom November letzten Jahres. Also insofern können unsere ZuhörerInnen das nochmal vertiefen, wenn sie Lust haben. Ja. Den alten Aufzeichnungen stöbern. Ich würde jetzt noch mal kurz, da wir wollen ja auch das nicht überspannen vom Bogen her, aber wir haben uns jetzt sehr stark auf die gemeinschaftlichen Aspekte fokussiert in der Diskussion. Ich würde gerne noch mal zumindest überrissartig auf die anderen Aspekte Produktion und Adaption kurz zu sprechen kommen, Frau Dürth. Diese Produktionsbeispiele, die Sie genannt haben, das ist ja ein großes Thema, auch hier gerade in Nordrhein-Westfalen gibt es auch eine entsprechende Homepage zu neue urbane Produktion. Das war bisher noch, zumindest meiner Wahrnehmung nach, ein sehr akademischer Diskurs, wie urbane Produktion sich entwickeln kann. Wir hatten auch im Haus der Architektur schon Veranstaltungen dazu, soweit ich mich entsinne. Jetzt haben Sie ja viele Beispiele oder einige Beispiele gezeigt, die eher so aus dem künstlerischen Kleinhandwerkchen bereichen. In einer der letzten Folien allerdings auch auf großmaßstäbliche urbane Produktion verwiesen. Inwiefern ist das noch, wie soll man sagen, sind das ganz frühe Pflänzchen oder kann man schon etwas deutlicher sagen, das ist ein Trend, für den es gute Hinweise gibt, dass der sich deutlich verstärken wird, weil er in neue Formen von Wertschöpfungsketten passen wird? Oder ist es doch nur eine Nische, wo um Nischenbedarf gelegt werden? Nein, ich denke schon, dass die auch die Wirtschaftskreisläufe sich langfristig mit diesen kleinen Playern, die auch kleinmaßstäblich sich in der Stadt verankern, andere Ergebnisse erzielen, aber um auf der anderen Seite parallel dazu große Stadtumstrukturierungen, Transformationen das Thema in den Fokus nehmen. Also wenn Sie die IBA Wien anschauen oder die IBA in Stuttgart, dann sind das die Themen der Zeit. Die produktive Stadt, die klein wie großmaßstäblich im Bestand wie im Neubau, in der Infiltration wie in der neuen strukturellen Entwicklung sich auf den Weg machen. Also das sind große Pflanzen, keine kleinen Pflänzchen. Ich denke, das ist der das sind die nächsten Stufen. Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass wir angefangen hatten, kurz vor Corona-Ausbruch, vor der Pandemie. Und schon vor Corona waren in diesen Projekten, die wir untersucht haben, wir haben schon alle hundertsten neue Vorstellungen von Zusammenführen von Wohnen und Arbeiten gibt, neue Strategien. Und wir waren ja, oder viele waren ja selber dann überrascht, wie viele plötzlich zu Hause gearbeitet haben, wie wir teilweise hilflos waren, weil die Strukturen gar nicht gepasst hatten. Oder jetzt, wenn wir die Diskussion mitkriegen, dass im Winter etwas kühler wird, zu Hause arbeiten müssen. Also wir werden arbeiten,
als große Herausforderung haben, aber als große Chance auch. Also was durch diese klassische Industrialisierung in so einem historischen Maßstab waren es ja nur 100 Jahre. Also Wohnen, Arbeiten war Genewien immer in europäischen Stadt zusammengeführt. Und das werden wir wieder erleben. Es werden neue Formen sein, werden neue Aspekte geben. Es werden möglicherweise Handwerkerparks geben oder andere Formen. Aber wir müssen Wohnen, Arbeiten wieder zusammen denken und neu denken. Und das wird eine ganz zentrale Aufgabe werden. Also jetzt nur noch, dass man weiterhin Siedlungen baut, das ist Vergangenheit. Hier in Baden-Württemberg hat gerade die NBW, der Energieversorger, an seine Mitarbeiter eine Umfrage gestellt, wer in Zukunft welchen Teil von Homeoffice machen möchte. 80% aller Mitarbeiter haben dafür gestimmt. Also ich denke, egal in welche Statistiken man schaut, sind das große Unsicherheiten in der Verwaltungs-, Büro-, Hotelbranche. Da stehen große Flächen eventuell leer, die neu zu nutzen sind. Und gleichzeitig ist das Verhalten der Arbeitenden noch nicht abschätzbar. Auch nicht abschätzbar, was das für Stadt und Land heißt. Sie haben das ja auch sicher wahrgenommen, dass die Immobilienpreise sich so leise verschieben, dass im ländlichen Bereich die Immobilienpreise anziehen, ganz leise, weil das Thema der Pendeldistanzen sich neu zu bewerten ist. Und all das vor dem Hintergrund der Koppelung von Wohnen und Arbeiten. Nur so ein Beispiel. Ich bin so ein Aufsichtsratsvorsitzender der Stuttgarter Genossenschaft, traditionelle Genossenschaft. Wir haben 2500 Wohnungen. Und wir hatten im Aufsichtsrat vor kurzem darüber diskutiert, was für Nachfrage gibt es gerade nach Wohnungen. Und es werden kaum noch kleine Wohnungen nachgefragt, aber es werden sehr, sehr viele Anfragen gibt es, dass größere Wohnungen gewünscht werden. Und die Menschen haben halt mitbekommen, unsere Genossenschaftsmitglieder, dass sie ein Ehepaar mit einem Kind oder zwei Kinder, dass beide dann zu Hause arbeiten sollen, das Kind noch, die haben ganz große Probleme gehabt. Also dass im Grunde gesagt Strukturen notwendig sind, damit diese Herausforderung und Wohnen und Arbeiten gelöst werden kann. Es muss nicht in der Wohnung selber sein, es kann im Haus, es kann im Quartier sein. Und wir sehen ja gerade, dass diese Quartierslösung eine viel variablere Möglichkeit ist und eine Chance gibt. Also wir müssen arbeiten, neu denken. Also dieses ein Zimmer freimachen, wie hier als Homeoffice, also das ist Vergangenheit. Also wir werden neue Strukturen denken müssen und entwickeln müssen, und da bin ich sehr gespannt, was nächstes Jahr passieren wird. Mhm. Aber ich bin mir ganz sicher, es wird sehr viel passieren. Mhm. Es geht nicht mehr so weiter, dass wir nur noch quasi in Kategorien des Siedlungsbaus denken. Aber wir brauchen auch richtiges Gewerbe, ne? Wir brauchen den Klempner, wir brauchen alle möglichen Leute, die auch noch wohnortnah und sich nicht durch den Stadtverkehr quälen müssen. Also ich glaube, das ist dann nochmal die nächste Stufe dieser nicht ganz so leisen Nutzung, wie man die auch noch integriert kriegt in die, ja, in die Viertel. Und wir haben ja schon gesehen, dieses Atelierhaus in Wien am Rand der Bahnlinie. Es gibt ja auch in den Städten solche belasteten Lagen, wo man durchaus eben auch Handwerker und so weiter noch unterbringen, ja, kann, wenn es denn die Gebietskategorien zulassen. Ne? Also da ist... Ja. Auch noch ein großes Thema, meine ich. Und wir müssen über Konflikte reden. Also Nutzungskonflikte waren schon gemeinschaftlichen Wohnen, wo wir gesagt haben, ja, wenn so viele Menschen dicht beieinander wohnen, was passiert denn dann? Genauso müssen wir über andere Nutzungskonflikte drüber nachdenken. Und wir müssen uns Strategien überlegen, wie kann man diese potenziellen Konflikte minimieren. Aber das bedarf
wohlgemerkt neue Strategien. Und es kann nicht sein, dass diese Handwerkerparks 50 Kilometer außerhalb der Stadt angesiedelt werden und das ist kein urbanes Quartier. Jetzt haben wir noch einen Aspekt nicht mehr so richtig anschneiden können, aber mit Blick auf die Uhr überlasse ich den vielleicht dann doch eher der Fantasie unserer Zuhörer, das Adaptive, was auch nochmal ein hochspannendes da drin ist, denn gerade auch mit Bezug auf Nutzung, nicht? Wir sehen jetzt gerade diesen Trend, dass Menschen sagen, wir brauchen mehr individuellen Wohnraum, weil wir noch einen Arbeitsraum brauchen. Das erhöht ja dann gleichzeitig auch tendenziell wieder den Flächenverbrauch, was wieder mit anderen Zielen in Konflikt stehen mag. Dann waren aber gleichzeitig Coworking-Lösungen innerhalb der Gebäude ein Thema. Da kann man noch ganz viele Aspekte aufschlüsseln, die ich einfach nur mal noch in den Raum gestellt haben möchte. Ich hoffe, es findet sich mal eine Gelegenheit, das noch weiter aufzudröseln, denn tatsächlich, das ist ja ein Zeichen der Zeit, dass wir gerade versuchen, sehr viele Herausforderungen gemeinsam zu lösen und die Komplexität natürlich auch, muss man ja vielleicht auch ehrlicherweise einräumen, nicht ganz trivial ist. Ich fand aber insofern, Frau Dürr und Herr Kuhn, Ihren Vortrag sehr ermutigend, sich auf diese Komplexität einzulassen und letztendlich das Vertrauen auch zu haben, dass die, hier benutze ich mal den Begriff Schwarmintelligenz, gute Lösungen finden kann, dass vielleicht manche nur die Frage stellen müssen und es anderen überlassen müssen, die Antworten darauf zu finden. Und dann vielleicht aber auch, das ist, glaube ich, was ich zumindest bei den Schweizern meine, beobachtet zu haben, es gibt dort eine andere Fehlerkultur. Wir haben, so ist meine Beobachtung, immer sehr die Neigung, wenn etwas mal schief gegangen ist, dann war es wohl keine gute Idee. Ich sehe in der Schweiz immer auch noch einen zweiten und dritten Anlauf, um dann es eben besser zu machen das nächste Mal. Und vielleicht das einfach nochmal so als zusammenfassende Schlussmotivation an alle AkteurInnen in der Szene, sich einfach Dinge zu trauen, aber natürlich auch an Politik und Verwaltung, Menschen, die sich was trauen, zu unterstützen und zu ermutigen in dieser Richtung. Wir sind ja ganz zuversichtlich, dass wir beim nächsten Projekt nach Köln fahren können und die spannenden Projekte anschauen und dort viel lernen können von Köln. Wunderbar. Wir bemühen uns, Sie in diese Herausforderung zu bescheren. Ich bedanke mich ganz herzlich im Namen des Netzwerks für Gemeinschaft, Bau und Wohnen des Hauses der Architektur der Mittstadtzentrale. Wir haben ganz viele Güte, aber vor allem der Kölner und Kölner Umland Wohn- und Gemeinschaftsprojekte-Szene für Ihren spannenden Vortrag. Und jetzt sind alle, glaube ich, scharf darauf, ein kühles Getränk zu sich zu nehmen und den Abend mit ein paar Nachgedanken ausklingen zu lassen. Ja. Sehr gerne. Vielen Dank allerseits. Auch Dank. Von meiner Seite. Schönen Abend. Dann einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss. Tschüss.